Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Manuelsen und Jihad haben einen Talk hochgeladen. Statement, ab heute nur noch so, Bruder. Was heißt das? Was heißt das? Also die beziehen sich, glaube ich, da auf Animus, Nadja und ABK. Und was da alles gesagt wird, weiß ich nicht. Holt euch Süßigkeiten, holt euch Snacks. Jetzt wird es, glaube ich, filmreif. Es wird crazy. Eine Stunde Content. Wir gehen rein. Let's go in das Video. Manuel, du bist eine Legende. Nein. Nein, nein. 1-1, 80. Minute. Okay, das haben wir jetzt. Manuel ist Legende. Kann man ihn nicht abschreiben. Ist so. Ist so. Egal. Ist ein großer Bestandteil der Deutschrap. Des Deutschraps. So. خليه لا تشيله لا تمحيه عارفه ما قال شيء لا نحن مو نحكي على عالم يا طيب اوكي كان شايفين was ist das Thema heute jetzt bin ich mal gespannt hier was ist das Thema heute what's the Thema guck mal Jungs ich freue mich dass ihr erstmal alle zahlreich sind wir zahlreich überhaupt und wie viel Mann sind wir hier überhaupt Wie viel Mann sind wir hier? Tolle, was einer schreibt. Reschu 63. Du und Jihad. Eidbiras mit Till und Denk und Namus. Beste Leute. Ich küsse dein Herz, Bra. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß nicht, ob das was Nettes ist. So an die 370 Leute. So auf süß. Okay, pass auf. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Digga. Jungs, ich hoffe, ihr seid alle ready. Was geht ab, Türkenbad? Ich hoffe, ihr seid ready, Jungs. Ne? Jetzt wird kein Spaß mehr. Warte, gib mir diese Zeit, weil ich muss kurz nachdenken. Warte. Nimm dir diese Zeit. Bruder, auf dem Thumbnail statt ab heute nur noch so. Lass mir die ein. Durch die Nase. Und dann aus dem Mund wieder raus. Ich kontrolliere gerade meine Impulskontrolle. Ja. Ey, wir haben irgendwie Hype. Was ist das? Was heißt das Hype? Hype Train. Jemand hat irgendwas gemacht. Irgendwer hat irgendwas gemacht. Egal, Dankeschön auf jeden Fall, wenn irgendeiner irgendwas gemacht hat. So. Nochmal durch die Nase. Wer sind die zwei Meter? Aus dem Mund raus. Wir haben ja gelernt von Abu Ahmed. Geh nicht immer auf alles ein. Genau. Nein. Geil. Ein Bruder hat uns erklärt, ein älterer Bruder hat uns erklärt, wie wir heutzutage im Internet sitzen sollen. Okay, pass auf. Also Arafat, ne? Abu Ahmed ist so Arafat. Ne? Ich erkläre euch das mit einer ganz ruhigen Stimme. Ganz ruhig, ohne Beleidigung. Ganz ruhig. Guck mal, habe ich euch nicht die letzten Jahre auseinandergenommen? Wen denn? Habe ich euch nicht gefickt? Wen denn alles? Mit Palaver, mit Schreien und dies und das und das und dies. Habe ich oder habe ich nicht? Ja, schon. Ja, ne? Ja. Manuel rastet aus, Manuel tut, Manuel dies. Guck mal, ich sag euch was. Von jetzt ab, wir machen es anders. Wie denn? Okay? Ich werde euch sagen, was die Leute machen. Ghetto Picasso, du bist ein Schatz, ich küsse dein Herz. Hat 5 Abos verschenkt, danke dir, Ghetto Picasso. Danke, Ghetto Picasso, ich küsse dein Herz, mein Schatz. Okay? Guck mal, ich werde euch jetzt von jetzt ab sagen, was die Leute machen und dann lasst nicht mich ausrasten, entscheidet ihr. Ist das ein Deal? Entscheidet ihr. Mhm. Guck mal, ich sag euch, was nur die letzte Woche passiert ist. Zehnmal. Okay, die letzte Woche ist Folgendes passiert. Wir sind ja gewesen bei Abu Ahmed im Podcast, korrekt? Das hat natürlich zahlenmäßig alles auseinandergenommen. Arafat Abu Chaka. Wie ist das? Ich habe gar nicht geguckt, wie das Video angekommen ist, aber ich glaube, hat schon mit die meisten Klicks auf Arafat seinen Kanal erwirtschaftet, ne? Mit Manuelsen, Digga, Bro, darauf haben wir ich doch mein ganz Leben gewartet, Digga. Auf diesen Podcast. Ja, oh, schon sehr viel, Digga. Ja, oh, knallt schon gut rein. Okay. Wir haben alles gefickt. Okay. Ist ja auch logisch, weil dieser Mann und ich und seine Seite und unsere Seite haben eine 12-jährige Historie. Okay?
zwölfjährige Historie. Streit, Palaver, Treffen, Schlägerei, Drohung, Feindung, dies, Anfeindung, diese, und was du nicht willst, politisch, Schachzüge, babi, bobab. 12 Jahre lang habe ich mich gestritten mit Abu Ahmed. 12 Jahre. Nach 12 Jahren haben wir gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Okay, scheiß drauf. Ja, eine Hamad 45 hat sich vertragen. Die haben aufeinander geschossen. Yo, Digga, das mit Hamad 45 war crazy. Dass sie sich vertragen haben, ist schon krass, ja. Twitch-sportlich, Entschuldigung. Und die haben sich vertragen. In diesem Film war ja Schießerei. Ja. Und die haben sich vertragen. Ja, ich darf mich nicht vertragen. Ich habe mich vertragen, ja. Ich habe die Sache zu gut gemacht. Das ist eine lange Zeit. Das ist wirklich eine lange Zeit. Wenn einer Recht hat auf Frieden, dann sind das doch wir. Okay? Weil wir haben ja auch Krieg geführt. Sag mir mal bitte, was die anderen hatten mit ihm. Außer ein bisschen Twitter-Beef. Ich hatte keine Lust mehr zu streiten und wir haben Frieden gemacht und alles ist Taco. Alles ist tutti completo, alles ist Taco. Tutti frutti. So. Kommt schon. Ja, kannst du meinen auch mitbringen, bitte, alle Kollegen? Ja, bitte. So. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Manu, Abi, ich gönne dir so sehr Frieden. Dankeschön, mein Schatz. Ich küsse dein Herz. Guck mal, jetzt ist Folgendes passiert. Warte, Moment mal. Moment, Digga. Wir gehen weiter rein. Nur weil Abu Ahmad und eine gewisse Person aus dem Ruhrgebiet in jüngster Vergangenheit ein paar Unstimmigkeiten hatten, nennen wir es mal süß. Ne? Charo, ne? Unstimmigkeiten. Ja, soll Charo. Das jetzt angeblich so voll der Verrat gewesen sein? Und jetzt wird auf einmal hinter mir konspiriert. Okay? Und es werden jetzt so Sachen. Wasser. I need water. Und es werden jetzt so Sachen in Gang gesetzt. Okay, pass auf, ich erkläre euch. Guck mal. Diese Person, über die wir reden, bringt zwei Leute ins Ruhrgebiet, mit denen es in jüngster Zeit mit mir sehr großen Streit gab. Auf den einen ist mal geschissen. Aber auf den etwas dickeren davon und den bekannteren. Ey, warum macht der jetzt so, Digga, ja? Und davon, scheiß mal da drauf. Warum macht der? Aber der Jüngere, sein Anhängsel, seine Warze an seinem Arsch, hat große Fresse und ich hab den beleidigt. Ich habe den aber nicht normal beleidigt, ich habe den so beleidigt von Kopf bis Fuß, dass er normalerweise ohne, dass er rausgeht und auf mich eigentlich nicht mehr rumlaufen darf. Ja, also ABK, also man muss sagen, Digga, ABK, Heikel hat das Ding nochmal wirklich richtig zum Überkochen gebracht, ne? Damals schon und jetzt auch noch, Digga, ne? Also Manuel hat ja richtig Hass gekriegt auf ihn, Manuel fühlt ihn gar nicht. Okay. So sehr habe ich den. Obwohl das Problem ja eigentlich mit ABK war, ne? Beleidigt. Anik Hack, oh Anik Hack, Anik Hack, ich mach so, ich mach das. Ich von dir das, von dir so, von dir dies, von dir das. Dein Dings, dein das, dein das, dein das, ich mach das. Dein so, dein Hack, von so, wenn du so, ich so und so. Eine halbe Stunde, ich bin Schlitten gefahren. Eine halbe Stunde mal fünf. Mal fünf. Schlitten gefahren. Einmal Schlitten gefahren, Digga. Okay. Unschön. Falsch, macht man nicht. Eigentlich nicht. Aber der Typ hat mich beleidigt. Er hat angefangen mit der Scheiße. Nur weil ich besser im Beleidigen bin, kann er jetzt am Ende nicht rumheulen. Okay? Auf jeden Fall haben wir gemacht. Egal, das ist alter Hut. Jetzt bringt diese Person, mit der wir eigentlich jahrelang gut waren, bringt diese Person ins Ruhrgebiet und sagt, ich bin sein neuer Rücken. Das war wirklich so provokativ von Charo, ne? Aber wir mussten... Der wusste ganz genau, was er macht. Wir festhalten.
muss nur eine Sache hier festhalten. Das hat sich alles ergeben, bevor wir bei Abu Ahmed waren. Ne? Ja, das war alles davor. Ne? Ja, ich erinnere mich. So, ich bin der neue Rücken. Hat im Video zwar nicht schlecht geredet, aber gesagt, ich kläre das schon und so. Arnold ist ein kleiner Junge, guter kleiner Junge. Der ist ein guter Junge so. Der ist ein kleiner guter Junge. Die sind alle keine Jungs, die Männer. Lieber Junge. Ja. Lieber Junge. Und der Junge zeigt dem CS-Gas und sagt dann, ja, ich hab das aber hier mit für den. Sieg. Er bedroht mich. Food. Alles. Komm. Aleikum salam. Ja, das ist, alles gut? Jetzt rein. Lebesse. Auf jeden Fall. Er macht so das. Und ich sag ihm, ich meine so, das ist eine Respektlosigkeit mir gegenüber. Und wenn du das für dich entschieden hast, dass du jetzt hier so auf doof machst, dann werde ich dir sagen, ob du dich vor ihm stellst oder nicht vor ihm stellst, ist mir egal. Wenn ich mich dazu entscheide, dass ich das Ding mit dem klar schieben will, schiebe ich klar. Mir ist egal, ob du daneben bist. Korrekt? So. Daraufhin hat ihn das so getriggert und hat ihn so aufgeregt, weil ich ihm den angeblichen Respekt nicht gegeben habe in diesem Video, dass er losgegangen ist und Comiczeichner beauftragt hat. Nein, warte, bevor du überspringst viele Sachen. Also genau, voll viele wollen jetzt aktuell auch, dass wir dieses Video angucken. Wie heißt es nochmal von diesen Leuten? Boah, wie heißt es, Digga? Ich hab's bis jetzt noch nicht geguckt. Ja, müssen wir auch auf jeden Fall machen, Digga. Viele kleine Punkte. Ja. Nachdem du halt aus dir rausgekommen bist, bei dieser Sache... Was. Aber ich habe eben nichts Schlimmes gesagt. Du hast ja nichts Schlimmes gesagt. Wir haben nur halt unsere Meinung halt gesagt, dass das nicht schön ist, dass das bei ihm passiert. Und man kennt sich, man hat tagelang miteinander verbracht, dass das nicht schön ist. Yo Snake, genau. Ja, genau, Yo Snake. Habt ihr das gesehen, Chat? Okay. Daraufhin hat er uns direkt beide entfolgt. Davon abgesehen. Und dann hat er ein Statement gegen dich geschrieben. Das habe ich gar nicht gesehen. Doch, so mit Dings. Wow. Aber was ich mich wiederum frage ist, du hast dieses Video gemacht mit neuer Rücken, lässt dieses Abschnitt drin, aber dann rufst du doch an, ohne dich zu schämen, machst du als ob nichts, siehst du auf den Busch klopfen und ob alles in Ordnung ist. So. Ach ja, da hat er mich ja noch angerufen danach. Habt ihr diesen Rapper gesehen, diese halbe Ohrfeige da, der versucht hat, alle Leute zu dissen, so einen Rundumschlag? Ja, Digga, boah, Shao hat so krass Welle drum gemacht, Digga. Er hat gesagt, das ist der krasseste Diss-Track, den Deutschland jemals gemacht, den Deutschrap jemals gesehen hat und so. Schuri, ich hab's mir eine Minute angeguckt, Bro, ich hab direkt weggemacht, ja. Er hat ein Ding gehypt für nix. Und ich hab sogar geglaubt, Digga, ich bin der Idiot. Zu machen. Habt ihr den gesehen? Bevor das rausgekommen ist, hat er mich noch angerufen und gesagt, Assalamu alaikum. Und ich wollte mich nicht klein machen. Und hab gesagt, ja, alaikum salam, alles okay. Der meint so, ja, guck mal, ich werde bald was machen, du wirst sehen. Ich werde die ganze Szene aufmischen. Ich meine so, wallah. Meinte, am Donnerstag. Ich glaube, 99% der Szene hat das Video gar nicht gesehen, Digga. Da kommt was raus. Du musst posten für mich und so. Was hat Charo davor? Ich meine so, gute Idee, mach ich. Aber einen Tag davor? Das ist ja nicht stimmt, mit wem der macht. Der ist ja uns keine Rechenschaft schuldig. Er ist uns ja keine Rechenschaft schuldig. Der kann drehen, machen, tun, was er will. Sag dein. Was haben wir damit zu tun, mit wem der dreht, mit wem der nicht dreht? So. Dann sagt der Poster und mach und tu, habe ich natürlich nicht gemacht. Dann hab mir das erstmal angeguckt, was da passiert. Jihad Adinik da. Ah, da. Und, danke. Und, wollt ihr schon was? Und, dann kommt da dieses Video raus. Von diesem, der war so der 111. der so auf diese Mois Anis-Thematik und San Diego-Thematik da jetzt so machen wollte. Und also so. Musikalisch. Musikalisch. Ja. Dann guck ich so, was war das denn? Und da war in diesem Video war ja auch dieser Comic-Abschnitt drin, der so total schlecht, mehrere Abschnitte, nicht einer. Der so total schlecht gemacht wurde. Ja.
Komischerweise, dass die Figuren da drin sind, identisch sind mit den Figuren, die gerade bei Yo Snake sind. Ja, das ist sehr fragwürdig. Und sehr dass er das auch noch. Müssen wir mal eine Analyse machen, Digga. Hab weder die Figuren da gesehen noch bei Yo Snake. Guck mal, dass er nicht dahinter steckt. Wir sagen jetzt mal, er steckt nicht dahinter. Aber er weiß, wer dahinter steckt. Ja. Weil der Kontakt kam durch ihn. Korrekt. Und ich sag, er steckt dahinter. Warum steckt er dahinter? Weil in dem Zeitpunkt ist er schon das mit Abu Ahmad rausgekommen. Genau. Ja, da ist er schon rausgekommen. Und dann, Dann fing es ja an. Ihr seid mit meinem Feind? Khalas. Dann ich mach auch so. Oder? Lass mal gucken, um wen es hier geht. Es geht hier. Warte, bevor wir weiterreden. Das sind Brüder von uns, die heute zu Besuch da sind. Der Fernando S. hat heute sein Buch rausgeholt. Wir wollten ein bisschen halt ihm helfen als Bruder und ein bisschen die Sache promoten, obwohl er unsere Hilfe nicht braucht. Trotzdem, wir sind Brüder und wir vergessen den einen oder anderen Bruder nicht. Beste Werbung. Seine Sachen, was er rausbringt, zu helfen. Nicht, dass das jetzt heißt, dass wir mehrere Leute brauchen, um gegen irgendwelche Leute anzureden. Ne? Wir haben die als Verstärkung geholt, weil nur wir Angst haben. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja, wir wollen hier niemanden... Ich bin gleich wieder weg. Wir wollen hier niemanden drohen oder nicht uns hier zeigen, dass wir einen starken Rücken haben oder sonst irgendwas. Walla, mein Rücken ist so stark, da können 100 Berge drauf. Ich hab Angst. Walla, Jihad Level. Ich bin sowieso schwach. Nein! So nein, Bruder, nur, ich muss das nur hier gesagt haben. Ich hab Angst. Alhamdulillah, ich kann mit einer Hand ein Ei aufschlagen. Ja, ne, so weit bin ich noch. Zeig lieber dem Buch nochmal. Ja, ja. So. Verstehst du? So. So. Auf jeden Fall. Das wollte ich hier nur mal hier in den Raum gestellt haben. Nicht, dass hier irgendwelche Sachen hier im Raum gestellt werden. Auf jeden Fall. Dann fangen die Instagram-Stories an und bla bla bla. Ja, wir haben trainiert, wir brauchen keine Schönheits-OPs. Ja, Ami, guck mal für deine Augen. Ne? Ich werde mir nach meinem Kampf am 16. Ich werde mir die Seiten auch nochmal wegmachen lassen. Einfach weil ich ein Player bin und einfach weil ich es kann. Also Fettabsaugung. Also, ich mache mir das auch weg. Ich mache mir alles weg. Lass mir alles wegnehmen. Digga, so, Mann. Leidi, bitteschön. Serkan Balta wartet. So. Ganz einfach. Guck mal. Lass uns mal gucken, um wen es hier geht. Es geht hier um einen Mann, der damals Drogen und andere Sachen verkauft hat. Okay? Andere Sachen, ich will jetzt nicht sagen, was. Was denn? Andere Sachen verkauft hat. Der in den Knast gekommen ist. Da 6 oder 7, 8, was weiß ich, 100 Jahre gesessen hat. Rauskommt. Aussieht wie ein Wick. Manuel hat mal Fettabsaugen gemacht vor 2-3 Jahren oder so, Digga. Hat auch seine Zähne machen lassen. Also, die ein oder andere OP hat der Mann langsam auch hinter sich, ne? Dinger, ich hoffe, meine Mutter, der sieht aus, als ob die den Kopf abschrauben kann. Ne? Von Game of Thrones. Ja, wie der Berg. So sieht er aus, Bruder. Mehrfacher Familienvater ist aus einem guten Kulturkreis ja eine stark angesehene Leute. Und der verhält sich gerade wie ein 12-jähriger Esel. Wie ein 12-jähriger Esel. Er sagt, ne, wir machen Comics und wir machen da, dann geht er da, macht da, konspiriert da, kommt da, ist das, erzählt. Jihad, bitte. Was macht er da? Oder? Guck mal. Was macht er da? Er gibt ja Support, er kann ja Support geben, wen er will. Okay? Aber dass der... Wie auch. Aber dass er wirklich, wirklich so hinterlistig so Comicfigur macht, das Support und nach dem Motto so, ja, was zu tun? Gibt euch das und das und das? Da sind wir so dumm. Guck mal, ich will euch nur sagen... Ja, tamam, okay, ich, Jihad, kann mich nicht gut artikulieren für euch. Tamam! Sag, du redest wie ein Löwe, oder? Warte mal, wie ein Löwe redest du? Warte, ich will mal was sagen. Ich will doch mal was sagen. Ja, wir sind deine Eier nicht. Ja, ne, kann ich nicht denken. Eier sind die nicht. Ja, ne, kann ich nicht denken. Also, ich kenne Jihad sehr lange und
Er denkt sehr schlüssig. Gerne kann ich nicht denken. Gerne, wenn ich ein Problem mit einem Menschen habe, egal wer es ist, und ich eine Reichweite habe, und mir ist egal, wer meine Sponsoren sind oder wo ich mein Geld herbekomme oder sonst irgendwie nicht. Ich bin doch ein Mann. Ich gehe doch mit Gesicht dahin und sage, ey, guck mal, das gefällt mir nicht. Das ist mein Problem mit dir. Ich rufe dich offensichtlich an und sag dir mein Problem. Und wenn du nicht dran gehst, dann suche ich dich auf und stelle mich vor dir und sage, ey, guck mal, da gibt es ein paar Takte, die ich dir sagen möchte in dein Gesicht. Nicht, dass du es von einem zweiten Mann hörst. Ich sag dir das in dein Gesicht. Was hat er gestern gemacht? Ich rufe ihn an. Guck mal bitte, was für ein Dummkopf. Was für ein Dummkopf. Ich bin gestern bei der Massage, beim Physiotherapeuten. Beste. Okay? Ich sitze da, ich habe Oberkörper frei, weil ich gerade geschröpft werde, Bruder. Okay? Ich sag, weißt du was, ich rufe den jetzt an. So wie Chad gesagt hat, weißt du was, ich rufe den an. Ich rufe ihn an, der geht bing, der geht rein, weißt du was er macht? Oh, Manuel, wie geht's? Salamu alaikum. Ich so, ja, alaikum salam. Ich sag zu ihm, ich meine so, Shusha, Rujane, was ist das Problem? Was gibt's? Ist was passiert, von dem ich vielleicht nichts weiß? Der meint so, willst du jetzt auf Rambo machen? Zieh dir erstmal was Vernünftiges an, bevor du redest und so. Willst du jetzt auf Rambo? Weißt du, was der gibt? Digga, Charo mag die Sachen nicht, ja? Dachte, der denkt, ich rufe jetzt Charo an und mache eine Ansage und zieh meinen Oberkörper dafür aus. Ich so, hör mal, hast du mit dem falschen Geist getanzt, Alter? Bist du krank oder was? Da war der Wickeltisch zu hoch, Mann. Redest du da? Er gibt das sogar richtig zu, Kai, Digga. Hast du nicht gesehen im Video mit ABK? Er hat doch gezeigt. Ich meinte so, ich bin gerade bei der Massage. Der meinte so, nein, zieh dir erst was an, dann rede ich mit dir. Mach nicht auf Rambo. Ich so, auf Rambo? Dann weißt du, was mein innerer Achlag mir sagt? Meine innere Erziehung mir sagt? Meine innere Erziehung sagt mir, okay, soll ich dir was sagen? Vielleicht ist das unhöflich, jemanden anzurufen mit freiem Oberkörper. Okay? Gebe ich dir noch diesen Punkt. Obwohl das eine richtige dumme Aussage ist. Der hat ein richtiger Esel. Jetzt, der legt auf. Ich so, hä? Ich guck das Telefon an, der cheert so, hä? Ich so, hä? Digga. Der ist am Schöpfen und ich bin am Schöpfen, ne? Wir sind beide gerade dran. Bei Physiotherapeuten. Ich so, hä? Was hat der denn? Der meint so, willst du auf Rambo? Der denkt, ich zieh Oberkörper aus und Freund ruft dann so, hör mal zu jetzt. Digga. Er hat richtig falschen Hals bekommen einfach, ja. Bist du krank oder was? Mit 18. Ja, so, mit 18 hätte ich das nicht mal gemacht. Ja, so. Ich so, weißt du was? Okay, ich gehe, ich zieh T-Shirt an, bin bedeckt, ich ruf nochmal an. Da geh nicht mehr ran. Ich so, ist okay so? Ist gut so? Passt jetzt? Der so, ja, Salam alaikum. Der meint so, red vernünftig. Ich meine, sag mal zu, ich ruf dich an. Ich meine, so, was? Ich meine, chill mal. Ich meine, so, was ist los? Und so, was hab ich gemacht? Ich frag ihn noch, weil ich kenn den Mann. Ich sag, was hab ich gemacht, Charo? Was ist los? Was ist auf dein Herz? Digga. Der so, ja, so und so und so und so. Du hättest mich damals, wenn du sagst, dass ich so auf deinen Kopf bin, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mich nicht angerufen und gesagt, das ist falsch? Ich meine, so muss ich dir sagen, was richtig und falsch ist? Du holst diese Typen in deinen Laden und machst so auf Robot neuer Rücken, dies, das, muss ich dich dafür an? Ja, du spuckst mich an und ich muss dich anrufen und fragen, warum? Also da verstehe ich Manuel, Digga, ehrlich. Ja, Charo hat das auch schon bewusst gemacht, Mann. Er wusste ganz genau, was für eine Lawine er auslösen wird, wenn er ABK und Heikel in einem Video hat und diese Sachen sagt, Digga. Bro, ein Charo ist auch nicht auf den Kopf gefallen, ja. Digga, warum machen die alle diese Filme, ja? Ehrlich, richtig cringe. So, er wusste ganz genau, was er macht und dann tut er so, als hätte er es nicht gewusst. Dies, das, bla bla bla, ich geh morgen wieder mit dem Döner essen. Was willst du machen? Ich guck das Telefon an, meine Initialzündung sagt, geh mit dem Essen. Auf das Anlesen und raus an. So, meine Initialzündung sagt mir das, aber ich kenne den Mann. Und eigentlich, ich mochte den. Dann kennt ihr euch? Lange. Dann ich sag zu, pass auf. Dann ich sag zu ihm, ich meine so, wie bitte, was? Ich meine, ich gehe morgen wieder mit dem Döner essen. Danach. Warte, dann hat er gesagt, mach was du willst. Zeig mal, was du machen kannst. Er wollte sagen, du bist sowieso im Internet nur am Rummeln, von dir kommt so...
Da widerspreche ich dir, der ist in der Entertainment-Branche und lädt die Leute aus YouTube ein. Bro, okay, in der Entertainment-Branche sein, ja, alles schön und gut, Bro. Aber diese Aussagen, die er auch in diesem Video getätigt hat, Digga, das war nicht nur Entertainment, Bro. Er wusste ganz genau, was er da macht, Digga. Du kannst mir nicht erzählen. Digga, guck dir das Video von Charo an und überdenk mal deine Worte, die du jetzt gerade geschrieben hast, Bro. Vertrau. Das war so ein geplantes Ding von ihm, Mann. Er wollte Manuel seins auswischen, weil die jetzt cool mit Arafat sind, Digga. Er kommt darauf nicht klar. Sowieso nichts. Meisterland. Aber das ist nicht mal sein Laden gewesen. Das war doch Laden von ABK, sein Kumpel. Aber er hat's auch auf nett ausgedrückt. Ja, du redest ja nur viel. Du machen tust du ja nichts. Ich gehe morgen mit dem Döner essen. Was willst du machen? Ich, der Manuel dann so. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Digga. Was danach passiert, guck mal, was danach passiert ist, sagen wir nicht. Nicht, nein. Sagen wir nicht. Warum? Was passiert? Was danach passiert ist, sagen wir nicht. Nein. Was denn passiert, Digga? Sagen wir nicht. Weil sagen wir nicht. Wir sind nicht diese Männer. Sagen wir nicht. So. Verstehst du? Soll keiner jetzt gleich in seine Instagram-Story gehen und sagen, so, was denn passiert? Gar nichts. Guck mal, lass uns nicht sagen, was danach passiert ist. Okay? Wir können es auch beweisen und zeigen. Also deswegen. Ja, was ist denn passiert, ja? Warum halten die das jetzt so krass? Chillt einfach. Lass uns das Thema da zumachen. Okay? Jetzt denke ich mir, was ist dein Problem? Wo du aus dem Knast gekommen bist, ne? Und noch nach Erbsensuppe mit was isst man im Knast? Erbsensuppe. Wo du noch nach. Wenn du noch. Thunfisch, Nudeln. So. Wo du noch nach Thunfisch gerochen hast, ja, Selim. Wo du uns verkaufen wolltest, dass du Meisterkoch bist. Okay? Wo du uns das verkaufen wolltest. Du kannst mich. Ihr könnt mich effen, wenn ihr eine Bolognese richtig hinkriegt. Okay? Jetzt hat er ihn geopfert, ja? Jetzt hat er auch sie dein. Bruder, was hat er aus ihm gemacht, Digga? Sogar ich könnte eine Bolognese machen. Das ist keine Kunst, Bro. Wo du gesagt hast, ich mach noch dies, ich mach das, sind wir nicht in deine Formate gekommen? Haben wir dich nicht unterstützt? War nicht Sinan der Erste, auf ja, den du seit ein... Ja, safe, Digga. Also das, was man immer gesehen hat bei Beat's Kitchen und so, war echt gut, ja. Sah immer sehr interessant aus, sehr lecker. Ja, jetzt gerade am Rumhacken bist, ne? Du. Warst du nicht der Erste, der auf Sinan am Rumhacken ist? Warst du denn nicht der Erste, der in dein Format gekommen ist? Ja, okay, Bro. Nur weil Sinan der Erste war, der damals in seinem Format war, heißt es nicht, dass man für immer irgendwie loyal ihm gegenüber sein muss, Digga, wenn er so eine Kacke baut mit Kindern und so, Digga. Also da kann ich einen Schauer auf jeden Fall verstehen, wenn er gegen Sinan schießt, Digga. Ich finde das auch nicht cool, was das Sinan gemacht hat, ne? Auch wenn ich nichts mit ihm zu tun habe. Ist der, mit dem du dich gestritten hast, und auch noch zu Unrecht, Abu Ahmad aus Berlin, okay? Ist er nicht der andere, der in dein Format gekommen ist und dich supportet hat? Der weitaus mehr Fame hatte als du. Das ist das Ding bei den Leuten, Digga. Ne? Nur weil die dir vielleicht einmal gefallen haben, erwarten die halt, dass du für immer den gegenüber loyal bist, Digga. Egal, was sie machen. Und das ist voll falsch. Genau das ist falsch, Digga. Das ist richtig falsch. Du? Du bist ja auch dahin gegangen. Bin ich und Massiv sind wir nicht dahin gekommen. Ich war zweimal, glaube ich, sogar da. Ne, einmal. Ja, du warst dabei. So. Sind wir nicht in dein Format gekommen? Haben wir nicht alles gemacht für dich? Haben wir nicht Respekt gegeben, Liebe gegeben? Haben wir das nicht gemacht? Habe ich dir irgendwann was weggenommen? Habe ich dir was gemacht? Habe ich dir was getan? Ich habe dir nichts getan. Okay? Ja, Digga, ich find's. So, ganz ehrlich, waren wir das nicht? Ich frag dich. Und nur, weil du jetzt neidisch bist. Nur weil du neidisch bist, weil bei dir nicht mehr läuft. Weil ich mach Pastrami-Sandwich. Ich verkaufe Pastrami-Sandwich für 12 Euro. Pastrami-Sandwich. Macht einen Laden, Pastrami-Sandwich. Ja, haye. Wallah, in jedem Café in Essen, du kriegst dieses Toast. Wohl für 10 Euro billiger. Oder Wallah, schmeckt besser. Geh bei Atze Team 3 Kaffee, sag zum Kellner, ich möchte gerne einen Toast haben. Ne? Du kriegst das gleiche Toast, schon. Ja. Alles gut, warum alles gut ist für dich, ne? Hallo, und jetzt hast du die Welt neu gerettet, dann sagt er, der sagt noch gestern zu mir, der meint so, ja, guck, was er sich aufgebaut hat.
Was hast du aufgebaut, Jasen? Was hast du gemacht? Der sagt zu uns, geh mal arbeiten. Der sagt zu uns, geh mal arbeiten. Zu uns sagst du, geh mal arbeiten? Hä? Guck mal, was ich mir aufgebaut habe, Digga. Geh mal arbeiten. Ja, Kiffer, du redest über einen Sheikh. Bleib, okay, du redest über einen Sheikh. Okay, du redest über Sheikh Ibrahim. Wir sind bei Sheikh Ibrahim. Er redet über Sheikh Ibrahim. Okay? Ich bin Schiite. Ich sag offiziell, ich bin Schiite. Sheikh Ibrahim, was er lehrt, ich glaub nicht daran. Hör mal, ich glaub nicht daran. Okay? Aber, Sheikh Ibrahim, Jane, weiß mehr über Islam als du. Er weiß mehr über Islam als du. Was war der Punkt, warum du Sheikh Ibrahim angegriffen hast? Eine Frage habe ich. Nein. Eine Frage habe ich. Du sagst, du bist Schiite. Ja. Würdest du im Internet rausgehen und gegen einen Glaubensbruder so schießen, wie ein Scharo es macht? Abdelhamid, werden die Sachen doch gerade aber gesagt. Aber würdest du offiziell mit deiner Reichweite, würdest du gegen den schießen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Guck mal, Abdelhamid, Entschuldigung, ihm wird doch gerade gesagt, er hat so und so Spendengelder. Wer war der Einzige, der gesagt hat, dein schiitischer Bruder Manuel steht hinter dir? Ich habe das gepostet. Ich hab von beiden Seiten Hass und von beiden Seiten Liebe gekriegt. So. Aber ich finde, Hack ist Hack und man muss erstmal beweisen, danach urteile. Das stimmt. Nein, aber er nimmt ja Axel-Springer-Beiträge und pustet das auf seine Seite und will den Leuten davon überzeugen, von Bild, die Aussagen vom Bild, will er überzeugen, dass der eine ein Vergewaltiger ist und der andere Spendengelder beklaut. Ja. Und diese Leute, die jeden Tag den Menschen in Deutschland erzählen wollen, dass Israel gerechtfertigt handelt gerade. Genau. So. Er postet diese Leute, die seine Leute in seinem Land jeden Tag töten und abschlachten. Twitch-sportlich. Wir distanzieren uns natürlich von jeglicher Gewalt. Er geht bis dahin. Weil sein Schädel nicht funktioniert von der ganzen Kifferei. Kennst du Leute, die so viel kiffen, dass sie Psychosen im Schädel kriegen? Yo, Digga, ehrlich, solche Leute kennengelernt, Digga. Ne? Deswegen, verharmlos diese ganze Sache nicht. Ist echt ernst zu nehmen, ne? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe eine Frage. Bitte. Er redet über Leute, die jetzt derzeit in Haft sitzen. Nein, der eine sitzt nicht in Haft, der andere sitzt gerade in Haft. Aber einer sitzt in Haft. Ja. Er selber war auch in Haft. Ja. Ich war auch in Haft. 10 Jahre. 10 Jahre, 6 Monate. 10 Jahre, 3. 3 Monate. Ich finde, wenn jemand Hafterfahrung hat, sollte eigentlich wissen, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man über jemanden redet, der in Haft ist. Warum? Er kann sich nicht rechtfertigen. Du musst näher kommen, Bruder. Er kann sich nicht rechtfertigen. Ja, wenn jemand in Haft ist, er kann sich nicht rechtfertigen. Lisa, setzt du dich da, dann gib ihm das Ding hier. Okay. Ich bin Hafterfahren und er ist auch Hafterfahren. Und ich finde, generell über Menschen reden oder Glaubensbrüder oder generell, du weißt, ich bin kein Fan davon. Aber jetzt gerade nehmen wir mal die... Ich bin ein Junge von der Straße. Wir nehmen jetzt mal die Straße. Er ist auch ein Junge von der Straße, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Knast, Drogen, das, hier... Wenn jemand in Haft ist, das Schlimmste, was du machen kannst, über diesen Menschen reden, weil der Mensch kann sich nicht verteidigen. Egal was. Keine Ahnung. Egal wie. Der Mensch ist so lebendig begraben. Der hat kein Telefon, der hat keine Kamera, der hat kein Sprachrohr. Nee, der kann gar nichts machen. Man weiß nicht, wie es ihm geht. Und dann über einen Menschen zu reden, der in Haft ist, und er müsste das am besten wissen, weil er war in Haft, und wenn Leute dann anfangen, über einen Menschen zu reden, ist das Schlimmste, was passieren kann. Und allein da schon muss es Klick machen. Aber ich habe eine andere Frage. Was war seine Intention mit ABK? Was war seine Intention, ihn jetzt dahin zu holen und zu sagen, dass er... Wenn er dich Jahre kennt und diesen anderen Menschen, der mit ihm nichts zu tun hat. Erklär diese Intention. Ich sagte genau, was die Intention ist. Willst du hören? Klicks. Er weiß das Thema, es heißt, der Streit ist heiß. Klicks.
Ich bin der, der diejenige im Rohr bringt und keiner kann was machen. Ja, safe, Digga, safe, Mann. Bruder, da, Mann, ihr könnt mir nicht sagen, schau, dass ich absichtlich gemacht hab, Digga. Es war schon ein geplanter Schachzug von ihnen, Digga. Ist so. 100%. Ja, aber dann ist er ja auf einer Stufe mit Leuten, mit denen ich mich, mit den Protagonisten, gegen die ich ja auch, das ist ja eine Stufe. Klicks, es geht ja gar nicht mal um die Wahrheit, es geht sich nicht um Sympathie, es geht sich nicht um Freundschaften, es geht sich nicht um nichts, es geht sich nur noch darum. Ja, das ist, ja, das, nee, ist doch, aber, das ist doch der Punkt, wo wir jetzt dahin wollen, okay, dass immer die Leute, immer Manuel versuchen in der Öffentlichkeit, was sie sowieso nicht können. Weil, wie Manuel das letzte Mal bei Abu Ahmed gesagt hat, ich stehe jeden Morgen auf und gucke in den Spiegel und denke mir, was bin ich für ein Motherfucker? Ich schwöre, ich bin ein Motherfucker. Ich schwöre bei Gott, ich bin ein Motherfucker. So, was ist das? Weil er denkt sich, ey, jeden Tag sind 10 Leute, die gegen mich schießen und mich kaputt machen wollen, aber die können es nicht. Und die erzählen seit 5 Jahren das Gleiche. Wenn es doch irgendwas geben würde, was mich zerstört und fickt und dies und runter macht, dann erzählt doch dann. Die eine geht ins Internet und sagt, ja, wenn ich erzählen würde, weil der wird nie wieder ins Internet gehen. Erzähl! Rede! Rede! Rede, wenn du Dings... Die hat im Podcast mit Animus geredet, ne? Das werden wir uns auf jeden Fall auch anhören. Und da war es anscheinend auch sehr brisant, Digga, ne? Die Ex-Frau von Manuel, die dann, ja. Ja, rede. Rede. Ja, weil ich soll reden. Ja, reden. Deswegen... Jetzt komm, warte mal. Entschuldigung, Bruder. Guck mal, der wichtigste Fakt ist der. Er führt einen öffentlichen Krieg gegen Sheikh Ibrahim. Ja. Den heiligen Krieg gegen Sheikh Ibrahim führt er. Okay? Er sagt, weil der ist so, der ist so, der ist so. Er vergiftet die Kinder, er vergiftet den Islam. Er macht nur Fitna im Islam. Dies, das, das ist ja das, was er ihm nachgesagt hat. Er führt den heiligen Krieg gegen Sheikh Ibrahim. Tamam? Bis dahin sind wir, ne? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Hallo? Also ihr hört, ihr habt alle mitgekriegt, Charo führt den heiligen Krieg gegen Sheikh Ibrahim, weil er sagt, ja, das, was du predigst und das, was du sagst und das, was du tust, ist falsch und vergiftet die Jugend und vergiftet den Islam und Mabar Show und was nicht alles. Okay? Das habt ihr alle gesehen, korrekt? Korrekt. Was macht er aber meanwhile lädt er jemanden in seinen Laden ein und sagt zu jemandem, dass es ein neuer Rücken ist und hängt mit jemandem ab, dessen Familienmitglieder bei den Daesh sind. Yes. Ja, ne, was? Warte, was? Wo geht's gerade? Meanwhile lädt er jemanden in seinen Laden ein und sagt zu jemandem, dass es ein neuer Rücken ist und hängt mit jemandem ab, dessen Familienmitglieder bei den Daesh sind. Was ist das? Yes. Ja, ne, ist okay, ja. Okay. So. Jetzt möchte ich gerne... Ach so, Labo. Hä, wie kommt der aber darauf, Digga? Boah, das ist eine harte Aussage, Digga. Ja, also ich... Wie kommt der darauf, das so zu sagen, ja? Also er meint, ey, einer von ABK oder Heikes Familie ist bei denen. Hä? Das moralische Conclusion, daraus möchte ich jetzt gerne wissen von ihm. ABK und Heike, also einen von denen bald. Du führst Krieg gegen Sheikh Ibrahim, öffentlich, medienwirksam, mit Axel Springer Verlag zusammen, aber lädst jemand in deinen Laden ein, dessen Familienmitglieder bei denen sind. Jetzt bitte! Nein! Er redet doch gerade über Charo, dass er ABK und Heikel eingeladen hat und einer von denen, also einer aus deren Familie, ist anscheinend bei Dings. Hä? Das ist crazy. Er meint doch nicht Charo, Digga. Ihr habt's falsch verstanden, Jungs. Allah ist erhaben. Weil er gegen Sheikh Ibrahim geschossen hat. Ach, Jungs, ja. Erhaben über alle Sachen. Komm ein bisschen näher. Allah ist erhaben über alle Sachen, bitte erklär mir das. Das heißt, ja, ne. Bitte erklär mir das. Ja, ne. Aber wie kommt Manuel auf diese Aussage, Digga? Das ist schon eine harte Anschuldigung, ne, sowas zu sagen. Einfach so in den Raum zu werfen, Alter. Schon crazy. Das heißt, am Ende des Tages, derjenige, also du redest jetzt nicht über den, der, nicht über den Berühmten. Nicht über den Berühmten.
Ach so, er meint Heikel. Also jemand aus Heikels Familie soll anscheinend bei... Bruder, woher hat er diese Information, ja? Von wo hat er diese Information, Digga? Das würde ich jetzt mal gerne wissen, ohne Spaß. Der andere. Ja. Okay. Doch nicht der Berühmte, Digga, wie die auch reden jetzt. Das ist auch krass. Bitte. Das heißt, ja, ne, rein theoretisch, nach seinem Denken von den anderen... Ist jeder oder ja, können die aufhören, so zu reden? Der andere, der bekanntere... Jungs, sag doch einfach einen Namen. Ein Kaffer. Guck mal, das Ding ist... Das ist guck mal, wenn er mit ihm abhängt... Ja. Der, der mit ihm abhängt, würde über seine, würde über ihn sagen, dass er ein Käfer ist. Ja. Okay? Und er sagt über ihn. Der ist ja nicht dumm, der würde dich einfach so droppen, wenn er sich nicht safe wäre, beziehungsweise Beweise hätte. Bro, das ist eine geisteskranke Aussage, Digga. Du kannst so eine Aussage eigentlich gar nicht so tätigen, Digga. Ehrlich, du musst, Bruder, ich verstehe das gar nicht, ja? Bro, wie kommt man da auf sowas zu sagen, Bruder? Das ist eine geisteskranke Einschuldigung. Das ist so eine Anschuldigung, kann sein. Verfassungsschutz ist morgen einfach bei Heike zu Hause, Digga, ne? Oder die Polizei oder keine Ahnung, ist egal, alles. Weil Manuel das so gedroppt hat. Das ist wirklich kein Spaß, ne? Weil die verfolgen ja auch immer diese ganzen Beef-Thematiken. Und dann schreiten die immer ein, wenn die merken, es wird zu gefährlich. Und wenn so eine Aussage getätigt wird, dann kann sein, dass auf einmal bei Heike eingebrochen wird. Also, beziehungsweise bei Heike irgendwie eingedrungen wird und dann sein Handy so beschlagnahmt werden, ne? Weil einfach Manuel so eine Aussage gedroppt hat, das ist crazy, Bro. Sollte man echt nicht unterschätzen. Theoretisch, dass er ein Käfer ist, ja. Weil er das auch Sheikh Ibrahim vorwirft. Ja. Okay? Jetzt würden die beiden mir sagen, ne? Der eine hat es ja gesagt, der meint so, der Mann hat den Islam verlassen, weil er mich beleidigt hat. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna an Aliyun bil Haqq waliyullah. Okay? So. Bil Haqq waliyullah. Bitteschön. So. Ich möchte jetzt von ihm wissen. Ich möchte jetzt von ihm wissen. Wer von den beiden ist jetzt der Käfer, wenn es um die beiden geht? Aber wer von euch beiden ist jetzt der Käfer? Wer hängt hier mit einem Käfer ab? Hängt der mit dem ab, der, obwohl das der Käfer ist? Oder hängt der mit dem ab, dass er über ihn sagt Käfer? Wer von den beiden ist der Käfer? Die Jungs sagt er, ja, was ist das für ein Talkie? Das ist crazy. Bitteschön. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr beide mich verarschen? Ja, ich bin echt gespannt, was Heike da sagen wird, ne? Weil der. Dazu eine Äußerung wäre eigentlich sehr interessant. Weil, wie kommt Manuel denn darauf? Das sieht man sich ja nicht einfach so aus heiterem Himmel. Ne? Er muss ja irgendwas wissen oder gehört haben oder so. Oder er hat sich das erfahren. Wollt ihr mich verarschen? Egal, lass uns jetzt von diesem Thema weg. Es geht ja hauptsächlich um diese Person, die jetzt da versucht, mit anderen Leuten im Hintergrund, ne? Weißt du, wie welch? Aber habt ihr dieses Yo-Second-Video geguckt? Ich habe es gar nicht gesehen. Oder vermutlich. Nur Leute sagen, wir sollen das gucken, aber mehr habe ich nicht dazu gesehen. Das ist sehr offen-minded. Bruder, guck mal. Wir sind heute, der Manu ist heute nur rausgegangen, ne? Um den Leuten eine Sache klarzustellen. Warte, jetzt sagen alle Themawechsel, ja, weil es unangenehm wird. Jetzt sagen alle Themawechsel, es wird unangenehm. Ja, das ist, Bruder, was heißt unangenehm? Das ist einfach krasse Anschuldigung, sowas einfach zu droppen, Digga, ne? Bruder, ich kann doch nicht einfach. Also einfach so kann ich sowas nicht droppen. Das geht nicht. Ich könnte jetzt noch mehr in die Materie reingehen. Okay. Ich könnte noch mehr in die Materie reingehen. Geh all in, Junge. Reingehen. Aber ich will hier keinen heiligen Krieg anfangen wie Charo. Okay? Weil ich habe hier einen sunnitischen Bruder sitzen. Ne? Ich lasse über ihn nichts kommen. Nichts kommen. Nichts. Gar nichts. Ich lasse über ihn nichts kommen. Wenn einer gegen ihn sagt, dass er angeblich ein Käfer ist, ne? Ich fick ihn. Bruder, wenn einer über mich sagt, dass ich ein Käfer bin, er fickt ihn. Und keiner soll hier reden. Keiner soll mit mir das Islam-Thema aufmachen. Das ist ja auch das Thema. Der andere, der ein bisschen berühmter, hat ja letztens das Thema aufgemacht nach dem Motto, ja, Maschallah, mit Islam hat er auch nicht. Der ein bisschen berühmter. Hey, die killen mich, Digga, ich schwöre, ja. Hat
hat er letztens das Ding auch, hat er letztens das Thema aufgemacht nach dem Motto, ja, Maschallah, mit Islam hat er, und er wurde die Sachen so zusammengeschnitten hat. Guck mal, ich erkläre das nochmal. Das ist sehr wichtig. Guck mal, Dschihad hat damals gesagt, hier sitzt ein Sunnite, da sitzt ein Schiite und Manuel, er geht auf jeden Fall nach Islam. Okay? Warum hat er das so gesagt? Das ist ja ein ganz berühmtes Video. Warum hat der Dschihad das so gesagt? Weil ich das noch nicht wollte, dass ich wollte noch nicht damit an die Öffentlichkeit gehen, dass ich der Dschafaritischen Rechtsschule folge. Okay? Dass ich zum Schiitentum konvertiert bin. Ich wollte damit noch nicht in die Öffentlichkeit gehen und er hat in diesem Moment nicht dran gedacht und hat diese Situation dann so gerettet, indem er das so gesagt hat. Es hat nichts damit zu tun, dass er keine Ahnung über den Islam hat, okay? Oder dass wir keine Ahnung über Islam haben oder das, was wir hier machen. Er hat die Situation einfach nur so gerettet und schreibt euch das bitte hinter die Ohren, das war genau das und nichts anderes. Okay? Das war genau das und nichts anderes. Ganz einfach. So. Und dieser Junge, den du da eingeladen hast, ist gegangen und macht sich über 60% deiner Landsmänner macht er sich lustig, indem er Spiele im Internet macht, immer richtig oder Ashura, und sich mit Gürteln schlägt, wenn einer eine falsche Antwort gibt, und sich lustig über die Tragödie von Imam Hussein alayhi salam. Er macht sich lustig, darüber in der Öffentlichkeit, ne? Und kein Mensch sagt was dagegen. Und du guckst auch noch zu. Keine Ahnung von dieser Thematik. I don't know. Und du lädst so einen Typen auch noch ein bei dir. Mit so Typen hängst du ab. Und du willst uns erzählen, wie wir zu sitzen und wie wir zu reden haben. Hä? Hä? Das sind deine neuen Freunde? Lass deine neuen Freunde bei dir. Ja, ich habe auch schon öfter in Videos von Heike gesehen, wo er so Witze über Schiiten und so gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber ich habe nicht genau Ahnung über diese schiitische Thematik und so, ne? Hör auf, hinter unserem Rücken so komische Comics zu machen, um irgendwas zu erzählen. Ja, Boxkampf, jetzt fehlt ja nur noch der. Ich hab schon alles, ich bin Schiedsrichter. Lack, du bist nicht so. Lack, was? Was für Schiedsrichter? Was denkst du, wer du bist eigentlich? Und noch eine Sache. Du hast jetzt dieses Thema angesprochen mit diesem Video, mit diesen Sache, wo ich versucht habe, ist so dich zu retten, weil du nicht in die Öffentlichkeit gehen wolltest damit, noch nicht. Ne? Wallah, ich gehe mit Habibi Steven Schulter an Schulter, laufe ich durch die Stadt mit dem und gebe dem noch ein Tasbih in die Hand und sitze in jedes Café mit dem und laufe mit dem und erkenne ihn als einen Bruder an. Einen loyalen Bruder. Aber würde Steven das auch machen? Das ist die Frage. Was ich von euch nicht sagen kann. Wallah! Ich schwöre! Hau mich nicht! Ich bin Gast! Wallah ist so! Wallah, ich schwöre auf meine Mutter, ne? Wallah, ich schwöre! Was willst du mehr an deiner Seite als einen deutschen Bruder nehmen? Wallah, du redest. Guck ihn einmal an! Ja, ein deutscher Bruder, der eigentlich nicht so fühlt, dass so viele Leute von uns hier sind? Naja. Die auch ein bisschen komisch, also verstehe ich jetzt nicht. 100 Männer redest du, ich schwöre auf meine Mutter. Schwöre bei Allah, wie 100 Männer redest du? Ja. Wie 100? Würde Steven diese Rücken in Dresden geben, ist die Frage? Ich glaube nicht. Männer redest du? Ich schwöre auf meine Mutter. Was hast du gemacht? Wallah. Was hast du gemacht? Ich schau auf alles. Schwöre bei Gott. Ja. Ja. Was ist los mit dir? Junge, ja, okay, schieb mal jetzt. Bruder, diese Leute, die einfach hier reinkommen, Bruder. Was mit den Moodies hier, ja? Brauchen keine Moodies. Sollen die Leute reden, was sie wollen? Ich schwöre bei Gott. Allah. Auf jeden Fall, warum du heute rausgekommen bist, um den Leuten zu zeigen, guck mal, ab jetzt. 100 Männer redest du. Ab jetzt wirst du nicht mehr auf solche Leute eingehen. Ich sag euch, guck mal, ich zeig euch, was die Leute vorhaben. Ich muss mich nicht mehr über die aufregen. Ich sag euch, wir kennen eure Schritte. Seit 10 Jahren kennen wir eure Schritte. Merkt euch eins, immer wenn irgendwas über Manuelsen passiert, am Ende kommt einer aus Dubai raus oder eine weibliche Person kommt raus. Merkt euch das, was ich euch sage. Achtet drauf in Zukunft. Immer wenn sowas ist, kommt entweder einer aus Dubai raus oder eine weibliche Person. Ich sag den Namen nicht. Ihr wisst ganz genau, von wem ich... Einer von beiden, Digga. Entweder aus Dubai oder aus... Wo lebt die? Düsseldorf, Mülheim oder so? Ich rede. Ihr wisst ganz genau, wovon ich rede.
Diese beiden können es nicht mehr ertragen. Soll ich mich mal anhören wie ein Arschloch? Soll ich mich anhören wie ein Arschloch? Soll ich mich ganz kurz anhören wie ein Arschloch? Ah. Nein, auf korrekt, aber Hack. Soll ich mich anhören wie ein Arschloch? Ich schwöre auf meine Mutter, beide die kommen nicht mehr klar, ne, dass sie nicht mehr an meiner Seite sind. Beide kommen nicht mehr klar. Weil ich rede mich immer klein, Hochmut ist nicht von mir. Aber man muss es einmal sagen, wo die an meiner Seite waren, da waren die irgendwer. Die waren was. Die waren irgendwer, die haben Respekt gesehen, die haben Leute gesehen, die haben Welt gesehen, die haben Business gesehen. Was haben die nicht gesehen? Ha? 100%. Rede ich falsch, Jad? Jetzt, die kommen nicht mehr klar, dass sie nicht an meiner Seite sind. Und, anstatt, dass sie kommen und mir Frieden suchen, was vernünftig wäre. Weil ich habe den Frieden gesucht mit jedem schon. Aber es macht viel mehr Spaß, den Krieg aufrechtzuhalten. Die Leute haben doch noch nie im Leben Krieg geführt. Ja, weil sie keinen Krieg geführt haben, macht es ihnen so Spaß. Ich schau auf alles, wenn die Krieg... Der eine hat eine Ohrfeige gekriegt, der seit 6 Jahren redet der. Wallah, wenn die... Der redet seit 6 Jahren. Du hast heute... Das ist 6 Jahre her, Bruder. Der redet immer noch von der Ohrfeige. Ey, die Krieg, ey. Du hast vorhin was sehr Schönes gesagt. Wallah, wenn die Krieg geführt hätten, ne? Die würden sich nach Frieden, die würden nach Frieden heulen. Würden die jeden Tag, bitte, das soll aufhören. Fernando, sag den Leuten mal bitte, schusssichere Westen, über Monate lang, nur bewaffnet, raus, nicht alleine nach Hause, nur eskortieren, dies, das. Sag dir mal bitte, rede mal bitte von denen. Was wissen die von dieser Scheiße? Nee. Was wissen die davon? Was wisst ihr von nicht in die falsche Straße abbiegen, nicht in die falsche Stadt gehen? Bruder, das Leben zu leben ist auch nicht cool, ja. Und was wisst ihr davon? Erzählt mir nichts von Krieg. Sagt mir nicht, ihr wollt Krieg machen. Ja, du hast eingeschissen. Ihr wisst nichts davon, Yachaye. Ihr wisst nichts davon. 80, fucking 80. Ihr wisst nichts davon. Wenn ihr Krieg kennen würdet, ihr würdet jeden Tag zu Hause sitzen und sagen, bitte, wann hört das auf? Wann hört das auf? Ganz einfach. Lasst es sein. Ich werde euch von jetzt ab ihre Taten und ihre Maschen und alles, was sie machen, werde ich euch alles aufdecken. Ich werde euch zeigen, damit ihr nicht... Nimmt mal die Augen von mir runter. Ihr wart jetzt die letzten 5, 6, 7 Jahre nur auf mir. Habt ihr geguckt, ja? Was macht Manuel falsch? Manuel. Guck mal. Nimmt jetzt mal... Die Leute erzählen euch seit 5, 6 Jahren immer das Gleiche. Ja, Video geschnitten mit mehreren Dieter. Mein Gott, Alter, ja, haben wir gehört jetzt 6 Jahre lang, die Scheibe ist alt. Komm, wir gucken mal auf euch jetzt. Guckt an, wie hinterlistig und wie. Guck mal, ein Typ, das muss, Fernando, bitte. Ein Typ, ich hab Streit mit dem, der postet meine Tochter im Internet. Und bearbeitet ihr Bild so auf die ekelhaftste, obszönste Art und Weise. Daraufhin habe ich ihm gesagt, dass ich in seinem... Wer war das nochmal? War das, dieser scheibzentrale Typ war das, ne? Oder? Oder wer war das nochmal? Ich glaube, das war der, ne? Wie heißt der nochmal? Attila Scheibzentrale, ne? Ich glaube, er war das. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Mutter effen werde, ich werde ihn seine Schwester effen, ich werde ihn sein Das effen, wenn er das war, habe ich gesagt. Er sagt, er war es nicht, gut, dann derjenige, der es gemacht hat, ich mache so und so und so und so. Ja, er hat sich angesprochen gefühlt. Ja, war es auch. So, was okay, ja. Meine Tochter, was passiert jetzt? Diese besagte weibliche Person kriegt es tatsächlich zustande. Sie kriegt es tatsächlich zustande, dass sie mit ihm in einen... Ja, genau, das war Attila, wo die da geredet haben. Livestream geht und über mich redet. Schlecht. Sag mal bitte, Fernando, soll ich meinen Verstand verlieren? Ich bin fast in den Knast gegangen für Tränen von einer weiblichen Person. Und sie kriegt es tatsächlich zustande, dass sie mit dem, deswegen, der mich in den Knast schicken wollte, einen Podcast drehen will. Wegen der Sache. Ja. Fernando, bitte. Ich war ja dabei. Fernando, bitte. Ja, verliere den Verstand. Was anderes kann ich ja nicht sagen. Dann fragen die Leute mich, warum ich ausraste. Mann, die Leute wollen es nicht verstehen. Bitte. Oder du hast in einem Lied einmal gesagt, weil die Wahrheit nicht gefällt, geht du legally bei mir um die Welt. Ja. Die Leute wollen nicht die Wahrheit hören, die Leute wollen Streit sehen, Missgunst, Fitna, die Leute wollen das sehen. Ich habe noch nie gesehen, dass du einem Menschen die Hand weggeschlagen hast, wenn er dich entschuldigen will. Umgekehrt, wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du dich immer aufrecht entschuldigt. Ja, wir sind alles Menschen, genauso wie ich, wie Jihad, wie Adi, wie Joe, wir alle sind so, aber wie sind wir? Wir sind, und auch ich bin bekannt dafür, ich mag keinen Streit, ich mag Harmonie, aber das, was da abläuft,
Und ich kann mitreden, auch über die Person aus Dubai, weil zu dem Zeitpunkt waren wir auch hier hinter uns, das war vor meiner Haftzeit. Kann ich schon eine Sache sagen, ich habe letztes Mal ein Statement dazu abgegeben. Er redet heute in Texten über Motorradclubs. Er rappt er nimmt teilweise Wörter, die Leute aus Motorradclubs gebrauchen. In Wahrheit war er, oder er sagt, was sagt er jetzt? Ja. Ist alles schlecht und so und doppelmoralistisch. Er war der größte Fan damals. Nochmal, er war damals der größte Fan. Er war derjenige, der den Fehler begangen hat, damals bei dir. Djihad ist Zeitzeuge. Ich bin Zeitzeuge. Djihad ist noch mehr Zeitzeuge wie ich, weil er noch erster Mann war, was die Geschichte betrifft. Obwohl er ihn gewarnt hat, obwohl er ihn gesagt hat, mach das nicht. Auch Djihad hat nochmal, wollte keinen Ärger machen. Diese Menschen, warte mal, Mann, diese Menschen, guck mal, diese Menschen suchen danach. Und, nein, alles gut, Bruder, ey, er springt. Das ist Bubu, was promotet werden sollte? Von einem Lager zum anderen, wie ich jetzt mal gesagt habe. Ist jetzt Fächer geworden? Fenster bist du noch. Aber alle sind schuld. Aber nicht diese Person, die vorne spricht. Na, alle sind schuld. Aber er nicht. Aber dass er doch doppelmoralistisch ist, das siehst du doch schon. Guck mal, was der rappt. Und guck mal auf das letzte Ding, was der. Oder ich habe eins gesehen, da wo der mit dem anderen. Scheiß auf, was der rappt. Was der rappt, interessiert einen Toten. Aber wie ist die Doppelmoral? Der Typ interessiert einen Toten. Die Doppelmoral. Sechs Jahre redet der. Oder der. Bruder, angeschissen. Guck mal, große Fresse gehabt. Angeschissen, angezeigt, Geld kassiert. Ich habe Bewährung kassiert, fast Knast. Meine Antwort hat gerade noch gekippt. Ne? Für eine Ohrfeige, Ohrfeige. Ja, ja, weil er das Delikt höher setzen wollte. Er wollte das Delikt ja. Er wollte versuchen, Durchschlag machen. Schlimmer machen. Also auf Körper verletzen, wenn er oder die Richterin, kannst du, was die Richterin sagt? Der meint so, ja, der hat probiert, mit einem Messer auf meinen Kopf zu hauen. What? Die Richterin guckt den so an und meint so, wir haben doch gar nichts. Meint so, aber wenn ich den Herrn Tölmann so angucke, wenn der mit dem Messer auf ihren Kopf gehauen hätte, dann würde sie anders aussehen. So, danach hat die Richterin gesagt, bitte setz dich auf. Der eine Jungs wollte den echt reinbekommen, ne? Auf deinen Arsch, halt deine Fresse, bitte. Halt deine Fresse. Ich habe eine Frage. Hat er vor Gericht ausgesagt? Ja. Warte, hat er vor Gericht ausgesagt, ja oder nein? Natürlich hat... Jeder, der sich mit diesen Menschen hinstellt, was auch immer, stellt sich mit einem gleich, der eine Aussage vor Gericht gemacht hat, um einen Menschen in den Knast zu bringen. Jeder soll sich überlegen, ob das richtig oder falsch ist für sich selber. Weißt du, was sie aber jetzt sagen? Und dann, jetzt sagen ja. Die doch, das ist doch der neue Trend. Das ist Straßenscheiße. Das ist so Straßenpolitik. Das ist so, wir sind was Besseres. Wir sind was Besseres. Guck mal, ich sag euch vom Ende, ne? Setzt euch, geht nur so hoch scheißen, wie euer Klo ist. Okay? Okay? Geht nur so hoch scheißen, wie euer Klo ist. Ich schwöre auf meine Mutter. Was habt ihr gemacht? Jeder setzt sich dahin. Guck mal, Ding spielen ist gut. Beast Mode, Hell's Angel, dies, das, sein, ist alles geil und wir sind dies, das und elitär und das und dies und das. Ja, aber dann, wenn es rappelt, ne, dann musst du der Mann sein. Du musst nicht der Mann sein, wenn du da rumrennst und auf dick machst. Dann musst du der Mann sein. Und dann im Nachhinein heißt es, ja, aber der war schuld, nein, der war schuld, nein, der war schuld, nein, der war schuld. Halt deine Fresse. Jetzt soll mal so, die Finger zeigen. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Dann kommt der immer an mit so, ja, Fernando, weißt du, was er immer sagt? Er sagt so, ja, Manuel, du mit deiner selbstgebastelten Kutte und so, dies, das, tralalala, das sagt er immer, guck mal, ich sag dir was, Habibi. Guck mal, ich sag dir was. Das würde ich so. Nein, aber guck mal, ich sag dir was. Das sagt sehr viel über ihn aus. Was sagt das über ihn aus? Nein. Er wäre einer, er würde sich erst durch die Aufnäher elitär fühlen. Er denkt, er ist erst elitär, wenn er die Aufnäher hat. Okay? Ich bin elitär, ne? Weil ich ein stabiler, loyaler Bruder bin. Mir ist vollkommen egal, was ich für Klamotten anhabe. Das hat nämlich gar nichts zu sagen. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Und ich will nochmal sagen, so wie es in meinem Buch steht, diese Kutte habe ich verliehen gekriegt. Okay? Nicht zusammengebastelt, die wird mir verliehen. Von einem der einflussreichsten Hells Angels Deutschlands. Wer denn? Da, zu dem damaligen Punkt. Europas. Er hatte das größte Charter in Europa. Ja. Und dieser Mann, wo wir gekommen sind, hat mir diese Kutte verliehen. Ich habe mir die nicht selber gebastelt. Bin ich ein Bauer oder was? So wie es sich gehört. Bin ich ein Bauer oder was?
Aber das Thema wird, das ist. Nein, er haut das doch die ganze Zeit. Er sagt, der andere Kollege, der mit dem du arbeitest, die ganze Zeit sagt, er wird niemals das sein können und er wird halt niemals das und ich weiß auch nicht, was er da macht, er wird niemals das sein können, niemals das. Guck mal, ich bin das, was ich bin und wie ich schon gesagt habe, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich mir, Abo, Walla, was für ein Motherfucker bist du, boah, bist du geil. In den Spiegel. Wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du? Komm mir nicht an mit dem Scheiß, ich sehe einen Mann, der sich verändert hat, der gewachsen ist, dieser Sektengett. Oder der hat... Ja. Bitte, hört auf damit. Hört auf damit. Ich muss auch sagen, Digga. Hört auf damit. Animus und Bushido sind auch Doppelmoral in Person, Digga. Die sagen immer, die distanzieren sich von diesen ganzen Großfamilien, Rockern und so, die ich sag's. Aber wenn die in NRW unterwegs sind, Digga, dann sind das die Ersten, die mit solchen Leuten abhängen. Offiziell so. Und auch auf Konzerten von Bushido, Digga. Diese Leute sind da am Start, ne? Und machen deren Schutz. Eurer Scheiße, was ihr da verzapft, Alter. Ich schwör's dir, ihr zerstört Familien, weil ihr nicht manns genug seid, für eure Taten die Konsequenzen zu tragen. Das wäre mein nächstes Thema. Manche Leute machen ihre Sachen, das was sie machen, und tragen die Konsequenzen wie Männer, Bruder. Egal, welchen moralischen Wert sie haben oder nicht, aber sie tragen die Konsequenz als Mann und sie tragen sie. Okay? Aber das ist ihre eigene Entscheidung. So. Ihr konntet eure Konsequenz nicht tragen. Und warum? Ganz einfach, weil ihr keine Männer seid. That's what it is. That's what it is. Ja. Hört auf mit der Scheiße. Nichts anderes sagen. Wir sind von dem Thema komplett abgeschweift. Gesicht. Ja, Alter, ja. Modor, Wallah, ich fick dich, Twitch. Das ist crazy, ja. Wir haben nicht erwähnt. Wallah, Billa. Wir haben nicht erwähnt. Wallah. Wir waren bei einer Person, Nein, Wallah, da bin ich gekillt in Allah. Was ist das? Aber so. Ey, warte mal, unterm Strich? Sind die alle gleich? Ja, unterm Strich. Wir sind von einem und anderen gesprungen. Nein, aber ich wollte in die gleiche Gruppe gesprungen. Wir wollten die gleiche Suppe. Ja, dass die gleiche Gruppe ist und dass am Ende des Tages Truppe, Suppe, und was weiß ich was, Ochsenschwanz-Suppe und was hast du nicht gesehen. Am Ende des Tages, ja, ist alles gleich. Aber wir sind ja nur wegen einem Thema reingekommen und natürlich, Manu ist ein Mensch, der lässt sich halt manchmal von ihm. Nein, ich lass mich nicht mehr triggern. Kein Problem, Bruder. Ich sag dir was. Ich werde den Leuten zeigen, ich will jetzt von jetzt ab, die Leute haben immer mit dem Finger auf mich gezeigt. Auf diese Eier haben die immer gezeigt. Und was haben die 6 Jahre erzählt? Immer den gleichen Scheiß, der noch nicht mal stimmt. Okay? Ja. Von jetzt ab, ich zeig mit dem Finger auf die. Ich sag, guckt euch die an, was die machen. Guckt sie an, was sie machen. Denkt ihr, Manuel, sie wird es so lange aushalten und nichts dazu sagen und einfach immer auf die zeigen? Ich sag nein. Guck mal, was sie machen. Guck mal, was sie machen. Ein Kiffer will mir was von Islam erzählen. Er sagt, wir sind ja Unterdrücker. Guck mal, ich werde... Er kann sein Nefs nicht mehr unterdrücken. Sein Nefs unterdrückt er nicht. Wen will er unterdrücken? Er kann sein Nefs nicht unterdrücken. Er kann den Zaruch nicht einlassen. Oder... Was für ein Unterdrücker ist das? Der hat doch Mumunis unterdrückt. Barello. Bilay Gold. Hat Bilay Gold, haut den einen Schwinger, ich schau auf meine Mutter, der klappt zusammen wie ein Gartenstuhl. Ich schau, guck Bilay Gold nicht so an, Wallah. Was ist für ein Name? Wallah. Was für ein Unterdrücker ist das? Er kann nicht mal sein Gelüst unterdrücken. Er kann nicht mal das Kiffen sein lassen, er will mir was erzählen von Unterdrücker. Also ich bin nur zum Essen gekommen, wollte mein Buch promoten. Ja. Bruder, ich will. Egal, kauf nicht. Bruder, ich bin am Essen. Wo bin ich gerade? Er kann nicht mal seinen Neffen unterdrücken, Bruder. Uff. Manuel, du rauchst aber auch Zigaretten und spielst Kummer, oder nicht? Guck mal, mein Leben ist in einem Café vorbeigegangen. Wenn ich sage, ich rauche Zigaretten und spiele 2-Euro-Fach, dann setze ich mich hier hin und gebe das wenigstens zu. La Eiri. La Eiri. Ich sitze im Café und spiele 4-Euro-Fach, wenn geht. Okay? Wenn geht's. Aber ein Hells Angel will einem was vom Islam erzählen, oder nicht? Guck mal, mein Freund, der Islam ist der Islam und der ist perfekt. Und solange du vom Islam erzählst, was nicht gelogen ist, dann ist das so. Egal, ob ich ein Hells Angel oder ein Prediger bin. Okay?
Wenn ich dir sage, es gibt keinen Gott außer Allah, ist das eine Lüge dann? Und selbst wenn ich ein Puffbesitzer bin und ich sage dir das, habe ich dann gelogen? Das, was hast du für einen Vergleich? Bitte, lass, guck mal, ich bin zu intelligent für diese drittklassigen Aussagen. Bitte lass den Scheiß. Lass den Scheiß. Spar dir das. Ist das? Spar dir das. Einer sagt, ja, aber ein Hells Angel will uns was von Pulse. Erstens bin ich kein Hells Angel. Erstens, okay? Was? Erstens. Was will ich sagen? Zweitens, wenn ich dir sage, es gibt keinen Gott außer Allah, ist das gelogen oder nicht? Und jetzt stell dir vor, ich bin ein Puffbesitzer und ich sag dir das trotzdem. Stimmt oder stimmt nicht? Also bitte redet nicht. Drittklassigen Aussagen, die wollen wir ja erzählen. Kein Problem. Bist du weg? Okay, hab ich. Bruder, ein Kiffer hat Ahnung. Was für Ahnung? Seine Gebete zählen nicht. Seine Gebete zählen nicht. Er will mir erzählen, er will den Leuten erzählen von Islam. So und so. Am Dach in Saruch und der will. Wasch dir deinen Arsch ab, wo ist einig, wasch deinen Arsch ab, wo ist einig. Die Wurde ist zu viel, Digga, direkt durchgezogen. Wo ist einig, Abus? Exklusiv, Mann, ich hab was für dich, ich hab auch was für dich hier. Ja. Abschließend zum Thema. Was hast du denn? Ist ein ganz kleiner Dings, zeig ich euch. Guck mal hier, nur für euch. Hier, guck mal, Mann, für dich, ist das so richtig so? Für mich persönlich heißt Verrat, seine Konsequenzen für sein eigenes Handeln nicht tragen zu wollen oder können. Und deswegen entscheidet man sich dann lieber dafür, andere Menschen in den Abgrund zu schubsen, bevor man sonst selber runterfällt. Bevor man alleine runterfällt, hätte ich gesagt. Oh. Nee, bevor man selber runterfällt. Dann fällt er auch selber runter. Ist alleine selber. Aber das ist im Buch drinnen über Medien, Verräter und Kronzeugen. Ja, Kai kauft jetzt das Buch direkt. Könnt ihr lesen. Das ist von Gia, auch nicht von das Medien. Hallo, wer? Fernando? Ja. Abus eine, Fernando S. Ach, der Fernando S. Also, wie gesagt. Der hat noch richtig einen alten Bruder, der hat richtig Ja. Hus. Nein, wie gesagt, ich distanziere mich auch von vielen Sachen aus meiner Vergangenheit, viele Sachen aber auch nicht. Aber du distanzierst dich, weil du es gemacht hast, durchlebst hast. Du hast 10 Jahre und 3 Monate Knast abgemacht. Ne? Nach 1,5 Jahren sind Beamte in die Zelle gekommen, haben gesagt, hör mal zu, gib uns den und den Preis. Nach zwei Jahren und sieben Monaten sind sie in die Zelle gekommen und haben gesagt, gib uns den und den Preis und du gehst als freier Mann hier raus. Was war die Antwort von Fernando S? Mach die Zelle zu. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Mach die Zelle zu. Der sagt, gib uns nur den Namen, sag nur, dass er dabei war. Und du gehst als freier Mann hier raus. Mach die Zelle zu. Der Nigger hat 10 Jahre abgesessen. Also bitte, erzählt uns hier bitte nichts von Konsequenz. Okay? Erzählt uns hier bitte nichts von Konsequenz. Abus Einken, Abus. Kein V-Mann, Habibi. Abus Einken. Und die Konsequenz dadurch, dass ich 10 Jahre, 3 Monate abgemacht habe und nicht über Leute geredet habe, ist, dass ich immer noch in jede Stadt fahren kann, Freunde habe, Brüder habe, wie jetzt in Berlin zum Beispiel oder egal wo. Und mit den Leuten an einem Tisch sitzen kann und essen kann, was andere Leute nicht mehr können, Manu. Und damit sind die selber genug bestraft. Und jetzt kommt, und jetzt können es natürlich ein paar schlaue Leute geben. Ja, Manu, du warst doch selber noch nicht in der Situation. Du würdest bestimmt anders machen. Du warst in einer ganz anderen Situation, wo die Leute nicht waren. Von daher. Nein, aber ganz kurz, guck mal. Es gibt einen Anruf von Manu, ich weiß es noch. Bruder, wir sind gleich im PG, klär schon mal an. Weil ja, weißt du noch? Ja. Du für Asad. Ja, ja. Ich weiß doch. Guck mal, jetzt ist aber das Ding. Guck mal, meine Freunde, hier ist das Ding. Ich kack aber auch nicht höher, als das Klo ist. Ne? Ich komme nicht in diese Situation, weil ich kenne meinen Platz. Ich bin kein Gangster. Wenn ich mich für Gangster entscheiden würde, dann würde ich das auch durchziehen. Aber ich bin kein Gangster. Okay? Und selbst wenn ich in die Situation komme, bei mir war das jetzt in Kinderschuhen die Sache. Die haben zu mir bei Gericht gesagt, man, so sag uns, wer deine Mithelfer waren, ne? Und du gehst mit Geldstrafe hier raus. Sag uns, wer deine Mittäter waren. Ich habe gesagt, ich war's. Ja, aber du warst doch nicht alleine. Ich war's. Ja, aber da sind doch mehrere Leute auf dem Video. Ich war's. Meinst du, willst du für alle drei die Strafe nehmen? Ich war's. Ja. Und was jetzt? Das ist zwar das Gleiche in Kinderschuhen, aber wenn ich mich entscheide, morgen eine Bank auszurauben, oder wenn wir uns entscheiden, morgen irgendwas klarzuschieben irgendwo, ne, dann fange ich nachher nicht an zu heulen, wenn wir gepackt werden. Das ist nicht das Gleiche in Kinderschuhen. Nein. Es ist...
Der Baum ist ein anderer. Aber oben wächst er genauso zusammen wie mein Baum auch. Es ist egal. Ja, es ist nochmal ein Unterschied, ob du ein Jahr offene kriegst oder zehn Jahre abfährst. Okay, ich habe das in drei Haften weggemacht, aber meine letzte Strafe war 5 Jahre, 7 Monate und ich habe sie bis zum Ende abgemacht. Für eine Nicht-Gewaltstraftat, das muss man mal so festhalten. Und es gibt andere Delikte, die werden dann halt nicht so hart bestraft, aber das ist auch ein anderes Thema. Fakt ist, Ahnung. Du kannst hingehen, wo du willst. Gia, du kannst hingehen, wo du willst. Ich kann nach 10 Jahren Knast immer noch mich frei bewegen. Und ich habe überall noch Freunde, ich habe überall noch Brüder. Ich habe überall noch sehr gute Kontakte. Und komm jetzt dieser andere Protagonist, mit dem, auf den ich reacte, der soll mir jetzt nicht kommen mit Kontakte, was das betrifft. Wir gehen essen. Wir gehen essen, wenn die bei mir in meiner Stadt essen kommen, bezahle ich, wenn ich da hingehe. Weil kein Mensch kommt nach Hagen mehr, Selim. Zum Glück, dann spare ich auch ein bisschen. Aber von daher, wenn die kommen sollten, ne, dann deswegen habe ich mich schon ausgesucht, weil die sehr uninteressant ist. Und dann. Aber im Großen und Ganzen, liebe Leute, wenn ihr Fehler macht, das ist so meine Abschiedsdings, danach bin ich auch raus. Wenn ihr Fehler macht, bitte tragt eure Konsequenzen. Verrat ist keine Option. Man liebt den Verrat, aber man hasst den Verräter. Vergesst das nie. Und haltet euch fern von den ganzen kriminellen Sachen. So, wenn ihr es könnt, wäre es gut. Ich verurteile aber auch keinen, deswegen der es dann nicht schafft. Das ist jeder Mensch sein eigenes Glück geschmiedet, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Und in dem Sinne, Verrat ist keine Option. Sitzt das Ding ab und die anderen. Oder begibt euch jetzt gar nicht in die Situation. Ja, deswegen sage ich ja auch rein. Weil jetzt schreibt gerade was immer von Jihad. Guck mal, ganz ehrlich, ne? Guck mal, Jihad, bitte lass das bei mir. Bitte lass sie bei mir, bitte. Der Mann sauer. Wer fickt den bitte? Ich küsse dein Herz, Walla! Wer denn? Wer fickt den? Wer denn? Wie meint der? Wer fickt den? Wer ist das? Ist das nicht der mit. Ich küsse dein Herz! Ja, scheiß drauf. Digga, der arme Fernanda, er will doch einfach nur wissen, ja. Wer ist das? Schuh, Walla! Egal. Bin ich ein Don in den Augen, Herr Salame? Bin ich auf einmal wieder eine mir gestern geschrieben, Schuh, Walla, ich wusste nicht, dass ich ein Don in den Augen bin. So. Ich weiß auch nicht, wie ich meine, ja. Wer ist denn da, wo der ist? Der soll weiterreden. Abus, red weiter. Red weiter. Warek, meinst du, die interessieren mich alle, ob die reden oder nicht reden? Eieri Fine. Weißt du, wann ich die alle ernst nehme? Ochsenbelag, wenn die alle vor mir stehen. Mario in California? Echt? Und mit mir darüber reden. Augen auf. Der da, Digga, das ist krass, Digga. Dann sag ich, Walla, hallo, Olsen, du bist ein Mann. Korrekt. Dann, das ist das auch. Halal also, Walla, sag ich dir, Walla, halal. Du bist Ibn Assel. Du bist von deinem Vaters Rücken gekommen. Du bist in mein Auge gekommen und hast mit mir geredet. Du bist von deinem Vaters Rücken gekommen, von diesem, von hinten, diese. Wo die Haare sind. Wie nennt man diese. Steißbein. Nein, von diese. Nein, von diesem Mark, diesen Rückenmark. Von Rückenmark, von Rückenmark. Von unten da bist du rausgekommen in seine Eier und dann hat der Pop abgeschmissen. Wenn du dann kommst, dann sag ich dir, von da bist du gekommen. Wie ein Löwe stehst du vor mir hier. Nicht wie ein Löwe, wie ein Elefant. Wo ist einig, Gerd? Ja, aber das ist doch das. Das ist, oder was? Das ist Fakt. Ich liebe, wenn der redet. Ja, dann, wenn der kommt, oder die alle anderen, der mir auch gestern geschrieben hat, Walla, ich musste gar nicht gleich einen Daumen. Walla, wenn du vor meinen Augen kommst, Walla, ich rasier mein Bart vor dir. Und steh auf und sag Hallas. Ich werde nie wieder ins Internet gehen. Wenn wer kommt? So ein. Ja, wer gibt sich denn so einen Namen? Vergiss, wir haben schon geredet. Was ich sagen wollte ist, noch für alle anderen Leute, was ich euch gerne ans Herzen legen möchte, Walla, ich sag euch das ehrlich, ein Mann ist nicht ein Mann, wenn er trainieren geht und nach einem Mann aussieht, die eine definiert, Muskeln, Bauchmuskeln, dies, das, hin und her. Seht ihr? Guck. Deine Taten. Wohl so. Wohlstand, ich gehe jeden Tag essen, Herz. Machen, tun. Ich, Kalapace. Was ihr wollt, ich mache. Was ihr wollt, ich mache. Massarin. Alles, was ihr wollt, ich mache. Aber ich stemme keine Gewichte. Ich mache nicht das, was mich kaputt macht und mich zum Schwitzen bringt. Warte, ich möchte was sagen. Okay? Ein Mann nach außen ist sein Achlag. Ein Benehmen, was der von zu Hause nach draußen trägt. Ja. Sein Mindset, das ist ein Mann. Okay? Nicht jeder, der nach einem Mann aussieht, ist ein Mann. Und einen Mann erkennst du, wenn er das erste Wort sagt. Energie.
Okay? In dem Sinne, ich küsse euer Herz. Wir sagen nichts mehr. Ne? Alaikum salam, passt auf euch auf. Digga, das war zu krass, die letzten 20 Minuten. Ich sag euch ehrlich, ja. Interessant, 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 Digga. Ihr seht auf jeden Fall, Manuel hat auf jeden Fall viel in seinem Herzen, ne? Ist auf jeden Fall sehr abgefuckt über ABK, nicht über ABK, über Heikel, Heikel Animus und seine Ex-Frau, Digga, die Nadja. Und ja, möchte jetzt nicht auf nichts mehr eingehen, aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch ein paar Storys sehen. Also ich sage, er wird sich lange aushalten, nichts zu sagen. Safe. 100.000%.